Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Brozart, und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast Elena Schilina. Falls ihr sie noch nicht kennt, dann solltet ihr sie unbedingt kennenlernen und ihr werdet gleich hören, warum. Liebe Elena, schön, dass du in der Show bist. Erzähl uns doch mal ein bisschen von dir. Du bist... Oh Gott. Warum kriegst du jetzt einen Lachflash? Weil es so viel über dich zu erzählen gibt. Du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst. Nee, das stimmt. Also ich bin Elena Schilina. Ich bin in der Ukraine geboren und aufgewachsen. Und du lebst jetzt in Berlin. Ich lebe jetzt in Berlin seit fast 20 Jahren. Und ich bin in erster Linie Stylistin und Expertin für Visual Marketing. Als du mir zum ersten Mal gesagt hast, was du alles machst, ich gestehe, ich bin ja Quereinsteigerin, ich war ja mal Bankerin, ich gestehe, ich habe nur Bahnhof verstanden. Vielleicht, bevor wir in die Thematik reingehen, vielleicht magst du uns deine einzelnen Berufsbezeichnungen kurz und knapp erklären, was es inhaltlich bedeutet, so die 2, 3, 5, 8 Sachen, die du machst. Ich kümmere mich um das äußere Bild von Menschen, Marken und Produkten. Mhm. Und ich fange mit meinem Lieblingsstyle an. Ich bin in der ersten Linie, weil wenn ich gefragt werde, dann sage ich immer, ich bin Stylistin. Und zwar, was ich super gerne mache, ich berate sehr gerne private Kunden in Bezug auf Styling und deren visuelles Bild, was sie nach außen zeigen möchten. Ah, du bist so eine, sowas, was die ganzen Promis alle haben. Also du kleidest Menschen ein. Ja, genau. Hm, das klingt ja spannend. Und wie machst du das? Also fangen wir mal so an. Wo findest du die Kunden eigentlich dafür? Wer sind denn die Kunden überhaupt, die das buchen? Die Kunden sind ganz unterschiedlich. Die sind ganz unterschiedliche Altersgruppen und auch ganz unterschiedliche Berufe und Geschlechter. Und ich glaube, meine jüngste Kundin ist 22 und meine älteste Kunde, das ist ein Mann, der ist 70. Und die wollen, was? Warum bucht man sich einen Stylist? Ich will besser aussehen, ich habe einen Beruf, der das erfordert, oder ist es mehr so Privatvergnügen, oder wollen die was, irgendwie was ausstrahlen, oder was wollen eigentlich die meisten? Oder kann jeder sowas buchen, oder ist das wirklich nur für Leute, die im Rampenlicht stehen? Im Prinzip, das muss ja nicht nur sein für die Menschen, die im Rampenlicht stehen. Und ich habe, wie gesagt, also ganz unterschiedliche, ich habe auch Celebrities, aber ganz, ganz viele Menschen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen, also oder nicht direkt in der Öffentlichkeit stehen. Und das kann man halt wirklich nicht sagen, weil im Prinzip das ist, beim Styling ist auch sehr viel Psychologie dabei, weil jeder Mensch ist einzigartig und hat ganz... andere Ansprüche an sich. Mhm. Und daher, das ist, glaube ich, die Kunst in meinem Beruf, die ehrliche Erwartung, was der Kunde von mir erwartet oder was er von der, wenn unsere Zusammenarbeit fortgeschritten ist, was er im Endeffekt was sein Ergebnis sein sollte, das ist wirklich ganz unterschiedlich. Das ist super persönlich und ich kann das gar nicht pauschalisieren. Natürlich, es gibt Menschen, die zum Beispiel eine berufliche Veränderung wollen und dafür ein gewisses Image aufbauen wollen, weil im Prinzip ist es ja immer so, wir kennen alle dieses Sprichwort, Kleider machen Leute. Und das Äußere, egal ob wir das wollen oder nicht wollen, das spricht noch, bevor wir überhaupt das geschafft haben, Mund aufzumachen. Und daher ist es wirklich, es ist halt wirklich individuell. Man kann, also jetzt im Rahmen der Sendung, Podcast, ein paar Beispiele nennen, aber das wäre bei weitem nicht alles abgedeckt. Also da gibt es ein Zitat, ich weiß gar nicht mehr, war das, Coco Chanel hat das, glaube ich, gesagt, wenn du nicht besser bist als deine Konkurrentinnen, dann kleide dich wenigstens besser. So in der Art. Kennst du
Kennst du diesen Spruch? Ich weiß jetzt nicht gerade, ich kenne gerade, glaube ich, nicht diesen Zitat, aber ich glaube, das wäre den Beruf auf Job bezogen, habe ich mal was gehört. Ich weiß, jetzt bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das jetzt wirklich wortwörtlich darstellen kann, aber das ging irgendwie in die Richtung, wenn kleide dich für den Beruf, was du haben willst und nicht für den Beruf, den du schon hast. Ganz, das ist ein anderes Sprichwort. Genau, aber genau, das andere weiß ich nicht. Ja, ich habe das irgendwo gelesen. Ich muss mal schauen. Wenn ich es nochmal finde, packe ich es in die Shownotes. Genau, und das ist doch beruflich gesehen ein ganz spannender Ansatz. Also sich Gedanken drüber zu machen, was will ich eigentlich repräsentieren, wie sieht meine Marke aus, die ich wahrscheinlich sowieso im Fashion- und Lifestyle-Segment aufbaue, das sind ja unsere meisten Zuhörer, das seid ihr ja alle, und wie will ich mich eigentlich darstellen? Es geht ja nicht nur um die Darstellung des Produktes, sondern auch, was verkörpere ich, weil ich als Person stehe ja eigentlich auch immer hinter meiner Marke und sollte ja auch die gleiche Sprache sprechen, wie das, was ich präsentiere eigentlich, sonst wird es ja irgendwie unglaubwürdig oder unauthentisch, oder? Was meinst du? Ja, das finde ich auch. Ich finde auch das ganz wichtig, wenn man ein Produkt, besonders jetzt, also die Zeiten haben sich verändert, es gibt ja alles auf dem Markt, was man sich überhaupt ausdenken kann, aber im Prinzip, wenn man tatsächlich in dem Bereich, in dem Segment Fashion, Lifestyle und ein Produkt positionieren möchte, dann ich finde, das muss eine runde Sache werden. Im Prinzip dein Lifestyle, wie du ausschaust, was sind deine Werte, das muss alles in der Marke und der Präsentation der Marke abgebildet sein. Sonst in der ganzen Gesamtstrategie eigentlich. Strategie, jein. Ja. Ich finde, du musst schon dazu stehen, was du da machst, aber wir reden jetzt wirklich nur über visuelle, also sonst sprengt es, glaube ich, den Rahmen. Aber das muss rund sein, weil im Prinzip, wenn ich sage, es gibt ja ganz viele Menschen, sagen, ja, der ist stylisch oder der ist stylisch, also das ist ja, ich mag das Wort ehrlich gesagt nicht so wirklich, aber jeder, glaube ich, versteht, was damit gemeint ist und man kann nicht stylisch sein und dieses gewisse Lifestyle verkörpern, wenn man zum Beispiel jetzt hässliche Gläser hat zu Hause, aus denen man trinkt. Man kann nicht aus dem Pappbecher trinken, wenn man jetzt eine Biomarke oder halt ein Sustainable Brand aufbaut. Also du meinst Plastikbecher? Zum Beispiel. Also das ist jetzt, es ist einfach nur, um das zu veranschaulichen. Ja. Und genauso, wenn du jetzt eine minimalistische, aber ich glaube, das wird man auch dann auch nicht machen, dann muss man wirklich sich die Frage stellen, wie will ich meine Marke grundsätzlich positionieren, in welchem Segment, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand glaubwürdig eine Marke positionieren kann, zum Beispiel, das halt wirklich sehr minimalistisch ist und selber zu Hause eine Wand mit Strasssteinen beklebt hat. Also das ist, ich glaube, das ist ein, das passt irgendwie nicht. Das passt nicht. Das ist, ich glaube, man kann auch Strasssteine in minimalistischen Konzept einbauen, aber dann muss man ziemlich genau wissen, wie. Ja, da wandern wir ja auch gerade thematisch so ein bisschen vom Personal Styling in die Content-Creation-Richtung, oder? Magst du dazu was erzählen oder was du sonst so alles machst? Erzähl es bitte in deinen eigenen Worten, sonst nicht, dass ich was Falsches sage. Vielleicht ist es auch interessant für euch zu wissen, dass ich auch einen MBA-Abschluss habe in Entrepreneurial Management. Den habe ich hier in Deutschland und in Amerika erworben. Und obwohl ich schon seit wirklich sehr vielen Jahren, also seit 2005 im Bereich Mode und Lifestyle arbeite und meine Karriere mache, trotzdem habe ich dann MBA gemacht, weil dadurch, dass ich aus der Ukraine komme, bin ich so geprägt von den Eltern, lerne etwas Vernünftiges, was jeder versteht und dann mach, was du willst. Aber erstmal musst du irgendwie Basics haben. Und ich habe da gemerkt, also ich bin nicht vom Fashion weggekommen im Studium. Sogar meine Masterarbeit ging, in meiner Masterarbeit ging es auch darum, wie man eine Marke im Bereich Retail, damals im klassischen Retail, aufbaut. Und wann war das? Wann habe ich meinen Abschluss gemacht? 2009. Und wie war es damals? War da schon irgendwie digital ein Thema? Digital war
am Rande Thema. Gab es da schon irgendwie, ich weiß gar nicht. Gab es auf jeden Fall nicht. Social Media, Facebook stand noch relativ am Anfang. Mhm. Da gab es auch, glaube ich, nicht mal Werbung auf Facebook. Mhm. Und ich glaube, das war noch die Zeit, wo Blogger überhaupt kein Thema waren. Mhm. Also jetzt in dem Ausmaß, wie wir das jetzt alle kennen. Und ich glaube, wenn jemand damals gebloggt hat, dann musste er, glaube ich, 2 Stunden lang erklären, was das überhaupt bedeutet und was er überhaupt macht und warum und weshalb. Und deswegen war es halt so, Social Media, Marketing auf jeden Fall gab es damals nicht. Mhm. Und daher, also deswegen sage ich, das war eher so auf die klassische Schiene. Und in meiner Masterarbeit ging es darum, wie man einen Businessplan schreibt, mit wissenschaftlichen Auszügen, warum und wer sind die Zielgruppen und wie man das strukturiert und wie das dargestellt werden muss für verschiedene Stakeholder. Und aber es ging halt um eine Marke im Bereich Fashion. Und was hast du dann draus gemacht? Also dieses, wenn ich es richtig verstanden habe, so gut wie ich dich kenne, ist ja dieses Personal Styling auch so eine Herzenssache von dir, die dann noch dazu kam. Aber eigentlich, was hast du eigentlich beruflich gemacht, so hauptberuflich am Anfang? Wie ist deine Karriere da vorangeschritten auf Basis deines MBAs? Hast du ja gearbeitet, oder? Ja, also nachdem ich meinen MBA-Abschluss verdient habe, ich habe mich dann beworben für Store Management, mhm, eigentlich, weil, aber nicht klassisches Store Management, sondern eher, das war so eine Art so Location-Entwicklung, weil es ging um eine neue Marke, also relativ neue Marke, die auf jeden Fall neu in Berlin war. Mhm. Und wir haben hier einen Store aufgemacht und ich habe damals Team zusammengestellt und mich halt darum gekümmert, dass der Laden, der Store, der Flagship Store in der Friedrichstraße bekannt wird. Wie kann ich mir das vorstellen? Weil das war ja sicherlich eine Niederlassung von einer größeren Brand, die international auf dem Markt ist. Und da denke ich, ich stelle mir das jetzt von außen so vor, da gibt es Rahmenbedingungen und du darfst dann im Rahmen dieser Rahmenbedingungen, solltest es umsetzen, oder hast du auch ganz viel eigene Interpretationsfreiheiten? Es gab auf jeden Fall Rahmenbedingungen und es gab halt Sachen, die sozusagen von oben an uns abgegeben wurden, die wir dann einfach nur also umsetzen sollten. Und ich hatte halt da eine Idee gehabt, weil die Marke war, sie war jetzt nicht so in der Szene, also sie war schon bekannt, aber es ging darum, dass es einfach nicht bekannt war, dass diese Laden überhaupt gab. Mhm. Und da hatte ich die Idee gehabt, dass man so eine Mehrheit Locals reinzieht und dass man halt sowas wie, damals war das zum Beispiel so Partys, wo man bestimmte Szene-Leute eingeladen hat, die damals in der Szene Influencer waren. Mhm. Weil, wie gesagt, also Instagram, ich meine, da gab es noch kein Instagram in der Zeit. Und dann habt ihr das wie kommuniziert? Ihr habt Fotos gemacht und Newsletter rausgeschickt oder Flyer gedruckt? Nee, Mund zu Mund auf jeden Fall, dass man halt wenn man die Party organisiert hat, dass man natürlich halt auch die richtigen Leute eingeladen hat, die dann auch Fotos gemacht haben und. Und was auch. Und dann natürlich auch, Newsletter gab es auch schon, natürlich, das war ja auch so ein klassischer Tool. Aber eigentlich, ja, das war halt, wir haben halt Kunststamm aufgebaut am Place sozusagen, also ein Point of Sale. Und dann die Kunden, die mal da waren, dann natürlich auch eingeladen. Und das hat ganz gut funktioniert, hat sich rumgesprochen. Und dann habe ich für eine andere Marke gearbeitet. Warte, bevor wir weitergehen. Ich habe noch ein paar Fragen dazu. Gut.
Das war eine amerikanische Marke oder war das? Das war eine englische Marke. Eine englische Marke. Und in England war die sehr bekannt, in Deutschland noch nicht so, wenn ich es richtig verstanden habe. Genau. Und deine Ziele, diesen Laden aufzubauen, waren die in Verkäufen oder was hattest du noch für Zielvorgaben? Nee, natürlich war das also klassische KPI, also Umsatz. Ne? Umsatzziele. Also natürlich Umsatzziele, klar. Und waren die, wie waren das, wie schwierig waren das, die zu erreichen? Hast du, wie viel Zeit hattest du, wie hat sich das entwickelt? Hast du deine, wie schwierig war das, das Ganze umzusetzen? Ging das so, war das ein Selbstläufer oder hast du an manchen Stellen, wo du nicht geahnt hättest, irgendwelche Hürden gehabt, die du erstmal überwinden musstest? Naja, also erstmal dadurch, dass ich halt vor diesen Karrierestep habe ich nie in einem großen Retail-Store, also der Laden war, glaube ich, fast 400 Quadratmeter. Hammer. Und ich habe halt noch nie so einen Laden gemanagt und daher war das schon für mich halt sehr viele persönliche Hürden und vor allem ich hatte auch dann Personalverantwortung, das war auch sehr interessant. Wie alt warst du da? Oh Gott. Ich glaube 27. Ist doch toll, so viel Verantwortung in ich dem Alter. Ich glaube 27, ja. Mhm. Und was ich gemerkt habe, das ist halt, dass man die Geschichte verkauft. Man verkauft nicht Klamotten. Mhm. Also nicht einzelne T-Shirt, Hoodie, Hose, Hemd oder sonst was, sondern man verkauft die ganze Story dahinter. Mhm. Und so kaufen die Leute nicht nur einen Teil, sondern die kaufen das gesamte Lifestyle und sie fühlen sich dadurch anders. Man kann sich darüber streiten, ob man Lifestyle sich kaufen kann durch ein T-Shirt, aber das so funktioniert die ganze Fashion World, deswegen. Ja, spannend. Also war das dann für dich von Anfang an klar, du hast es auch bestimmt in deinem Studium thematisiert, also dass man vielleicht keine Produkte, sondern Lifestyle. Ja, auf jeden Fall. Du hast es so gelernt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. War das so ein Mindset, den die, also war der normal damals oder war das schon so ein Schritt voraus oder also ich wie denke, läuft das eigentlich im Ladengeschäft? Ich denke, damals war das relativ neuer Ansatz, weil früher, also erstmal gab es gar nicht so viele Marken, also das war noch nicht so viel auf dem Markt und auch kein Social Media und im Prinzip man hat das gekauft, was man irgendwo in Zeitschrift gesehen hat und wenn die Marke keine Zeitschriftwerbung sich erlauben konnte, also weil kein Geld da oder kein Budget oder jetzt nicht im Fokus, dann hat sie einfach nicht stattgefunden. Und oder halt, wenn jemand da zufällig vorbeigeht und da reinhuscht und, und dann zum Beispiel den Preis nicht versteht. Warum kostet jetzt ein T-Shirt fast 100 Euro? Das ist dann auch so, dass die Verkäufer, finde ich, müssen auf jeden Fall die ganze Story von der Marke kennen und auch sich sehr, sehr gut damit auskennen, was ist das für Stoff? Warum ist es gut? Warum ist langstäbige Baumwolle ist anders als kurzstäbige Baumwolle? Und so weiter und so fort. Und daher, wenn man das erklärt, weil das Produkt ist gut, aber das ist erklärungsbedürftig, besonders wenn du die Marke nicht kennst. Deswegen willst du auch diesen Aufpreis für Markennamen nicht zahlen. Und dann weißt du nicht, warum muss ich das jetzt haben? Das ist doch auch wahrscheinlich ein großer Vorteil von so großen Marken. Ich denke, dass ja diese ganzen, also ich sag mal, Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit, in den Magazinen veröffentlicht zu werden, ob Werbung oder redaktionell, da hast du ja sicherlich Unterstützung von der Zentrale gehabt. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Die hatten eine PR-Agentur gehabt. Also früher ging es nur so. Ja, und das ist ja auch so ein bisschen illusorisch, wenn man als kleine Marke anfängt, dass man denkt, ich mache jetzt einen Laden auf und ich habe das beste Produkt. Ich meine, wenn man nicht zu seinem Produkt steht, jeder steht zu seinem Produkt, sonst würde er ja dieses Invest nicht machen und sich nicht drum kümmern. Aber wie schwierig das eigentlich ist, ohne so eine Pressearbeit dann Aufmerksamkeit zu bekommen, das ist schon eine große Herausforderung, oder? Weil wenn du dich darum auch noch hättest kümmern müssen, also es sind ja zwei ganz unterschiedliche Nein, das würde halt im Rahmen nicht funktionieren, weil im Endeffekt ist es halt, wenn du eine gewisse, wenn es halt wirklich so ein Mini-Laden ist, dann
jeder weiß, der halt irgendein sogar kleines Business gehabt, weiß, wie viel dahinter steckt, wie viel Arbeit dahinter steckt und wie viel Zeit das in Anspruch nimmt. Man kann einfach nicht alles selber machen. Man kann es nur, man muss sich dann klonen lassen. In 4 am liebsten. Aber trotzdem ist es doch jetzt eine Wahnsinnsentwicklung von damals zu heute und ein großes Glück auch für kleine Unternehmer, dass es eben sowas wie Social Media gibt. Auf jeden Fall. Und dass man, auch wenn man das auch unterschätzt, also ich kann nur von mir sprechen, ich habe das ganz schön unterschätzt, wie viel Arbeit das eigentlich ist. Und das macht ja, das kann ja mindestens eine Person auch Fulltime machen, auch wenn man eine kleine Marke ist. Aber immerhin hat man ein Vehikel nach außen, wo man ganz schön und gut... Wo man erstmal nicht so ein Riesenbudget haben muss sofort. Genau, wo man nicht so ein Budget haben muss. Und da kommst jetzt auch wieder du ins Spiel, oder? Ja, aber ich wollte noch endlich zu einem Karrierewerdegang was dazu sagen. Ja. Und zwar, das ging halt darum, dass ich zum Beispiel dann gewechselt habe zu der holländischen Marke, die auch einen neuen Laden in Berlin aufgemacht haben. Und da zum Beispiel war meine Aufgabe in erster Linie die Ausbildung von dem Store-Personal und von den Store-Manager, die dann für die Marke in den anderen deutschen Städten gearbeitet hat. Und da habe ich ein großes Teil auch dazu beigetragen, wie man die Sachen im Laden verkauft. Also wie man den Kunden anspricht, wie man das Gespräch entwickelt und über welche Mittel das verkauft wird. Sprich, jeder, der im Retail mal unterwegs war, weiß, Durchschnittsbon, Teile pro Bon, tralala. Und wie erreiche ich sowas? Weil wenn der Kunde, du kannst ja überall alles zurückgeben und der Kunde, du kannst jemanden bequatschen und der nimmt es mit nach Hause, nur wenn er nicht überzeugt ist, dann bringt er dir das wieder zurück und dann hast du eigentlich nur Kosten, weil du musst ja die ganze Retour wieder bearbeiten. Ganz schöner Aufwand. Auf jeden Fall. Und bei uns, der Schwerpunkt in meiner Arbeit da lag darin, dass ich die Leute, die im Laden gearbeitet haben, dass sie wie Stylisten agieren. Sprich, die haben den Kunden sofort ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten geboten, wie dieses Produkt, es war auch eine Kleidung, also Bekleidungsmarke, wie dieses Produkt zu tragen ist und warum dein Leben dadurch schöner, easier, erfolgreicher oder was auch immer, was du dir davon versprichst, machst. Mhm. Weil das wurde nicht einfach nur ein T-Shirt verkauft, sondern Kombinationen. Es wurden Empfehlungen gegeben, wie, womit du es tragen willst, wie du es wäschst, wie du es am besten kombinierst und auch natürlich ganz viel Stoffkenntnis, Stylekenntnis, Namen und das war auch sehr spannend, weil es waren 21 Verkäufer, also die hießen bei der Marke Stylisten und wo wir jeden Tag haben wir eine Schulung gemacht. Jeden Tag haben wir geübt. Wow. Beziehungsweise ich habe dann diese Übungen ausgearbeitet, wie man einen Kunden so stylt, dass er das A kauft, B das nicht zurückbringt und C ganz lange liebt und trägt. Das ist der Hammer. Weißt du warum? Weil ich als Quereinsteigerin immer so ich dachte eigentlich immer, ich habe immer gedacht, wenn du eine Marke oder ein Produkt, wenn du schon mal so weit bist, dass du es ins Retail reinbekommst, also du baust eine Marke auf und dann willst du die ja verkaufen, dann suchst du dir Handelsvertreter oder schreibst den Retail selber an und dann hast du es endlich geschafft und dein Produkt liegt dort im Regal oder wird dort verkauft, ob das jetzt eine Klamotte ist. Das wird noch nicht verkauft, das liegt einfach im Regal. Ja, genau, oder hängt da oder wie auch immer. Die Enttäuschung, die ich aus meinem Netzwerk immer höre, ist dann da, weil es da eben nur hängt. Und dann kommt eine Traurigkeit. Da denkt man, warum nimmt der Verkäufer jetzt nicht, warum empfiehlt er mein Produkt nicht, warum empfiehlt er das andere Produkt? Aber wenn du das so erzählst, wird mir das ganz klar, weil das Verkaufspersonal ja so viel Information über dein Produkt benötigt, damit es überhaupt empfehlen kann. Weil wenn du als große Marke
Geld in die Hand nimmst und die Mitarbeiter denen nicht nur die Ware zur Verfügung stellst, im Multibrand-Store meine ich jetzt, sondern auch das Personal schulst und denen erklärst, so kannst du es anziehen, so ist es Lifestyle, hier kannst du es kombinieren, da ist übrigens dieser Stoff drin. Und dann kommt die kleine Brand und die ist erstmal nur happy, dass es überhaupt in dem Umfeld hängt, dieses designte tolle Teil, wofür sie ewig gearbeitet hat. Dann ist doch logisch, dass das Verkaufspersonal erstmal das verkaufen kann, wo es sich auskennt. Also es heißt, man darf diesen Teil der Mitarbeiterschulung, Verkaufsschulung überhaupt nicht unterschätzen. Nee, auf ganz, ganz wichtig, oder? Ja, auf jeden Fall. Und oder machen das die Handelsvertreter, Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe, aber machen das sowas Handelsvertreter auch? Muss man nur die schulen als kleine Marke? Oder wie geht man als kleine Marke davor? Wenn man jetzt, ich sag mal, in den Hammer Concept Store reinkommt, aber noch nicht so die bekannte Marke ist, Wie macht man das bestenfalls? Ja, je nachdem, also was das für ein Produkt ist, würde ich mal sagen, kann man auch jetzt nicht pauschal sagen, aber was glaube ich... Da gehen wir mal von so einer Brand aus oder ein T-Shirt oder sowas. Zum Beispiel, also ich glaube, es ist ganz wichtig, ist, also wenn man die Möglichkeit hat, überhaupt die Stores, wo dein Produkt verkauft wird, erstmal zu besuchen und mit den Leuten zu reden. Man kann ja, also der Store will ja auch verkaufen. Er hat ja nicht das Produkt genommen, um das einfach da zu lagern. Und wenn du nicht verkaufst, dann fliegst du wieder ganz schnell raus als Produkt oder wirst halt nächste Saison nicht geordert. Und daher hat Store schon ein großes Interesse, das zu verkaufen. Und deswegen als kleine Marke, wenn man die Möglichkeit hat, ich würde sagen, geht in den Stores, macht halt mit denen einen Termin aus, macht ein nettes Kaffee-Event daraus oder was auch immer und schult das Personal. Ja, und erzählt denn die Geschichte, muss halt die Begeisterung weitergeben, weil ohne Begeisterung für dein Produkt funktioniert nicht und du musst halt deine Begeisterung mit den Leuten teilen. Nur so kannst du das auch verkaufen. Muss ich dann auch eine Liste machen, so eine, wie soll ich sagen, Checkliste, Produkt kann dies, das, Einwandbehandlungsliste, wenn der Kunde A sagt B, wenn der Kunde C sagt D und so weiter, oder ist das gar nicht nötig? Oder machen das Leute? Ich glaube, das hängt davon ab, was für Verkaufspersonal in dem Store überhaupt beschäftigt wird. Weil das ist, was ich halt wirklich gesehen habe, ganz oft, ist, dass die Läden, die Firmen, egal ob es jetzt Multibrand sind oder Monobrands, das ist ganz oft, dass das Verkaufspersonal ein bisschen lustlos und verloren rüberkommt. Aber ich glaube, das hängt einfach mit ganz vielen Faktoren zusammen, weil irgendwann ist der Verkäuferjob so ein bisschen in so eine Schiene abgerutscht. Also wenn du nichts mehr kannst, dann werde Verkäufer. Aber das finde ich halt total schade, weil im Endeffekt, egal was wir entwickeln, was wir machen, was wir produzieren, wirklich, egal wie viel Mühe wir da reinstecken, scheitert es im Endeffekt an Verkaufspersonal. Und in ganz vielen Brands, wo ich auch selber engagiert wurde, das habe ich ja gesehen, dass die Verkäufer wie so ein austauschbares Element wahrgenommen werden, was ich halt wirklich schade finde, weil daran scheitern ganz viele, weil wenn der Verkäufer nicht engagiert ist, keine Lust hat, kein Interesse an dem Produkt hat, kein Interesse hat, den Menschen zu beraten, Menschen grundsätzlich nicht mag, dann ist es schon, also das ist gegessen. Also dann kannst du es gar nicht mehr verkaufen. Also Verkäufer müssen eigentlich auch und diese Schulung, ja, auf jeden Fall. Also sie brauchen Produkt-Knowledge und sie müssen immer wieder motiviert werden. Natürlich geht es auch darum, dass ein Mensch muss auch wollen, also der Verkäufer muss auch wollen, was zu lernen, weil ohne jetzt eigene Interesse kommt man auch nicht weit, aber das ist wirklich ganz wichtig und als kleine Marke, das ist, ich glaube, das ist auch zum Beispiel für einen Verkäufer, es ist auch total interessant, wenn es um ein Produkt geht und er kommt selber in den Laden als Besitzer von der Marke, weil ganz viele Marken, man weiß nicht mal, wer dahinter steht, aber im Endeffekt, es wird ja alles so persönlicher, glaube ich. Anonymer, aber persönlicher. Ja, ist doch toll, wenn man die Person kennt. Genau, und wenn man geht, dann erinnert man sich an die Person und man erinnert sich an ein gutes Produkt, was diese Person erklärt hat oder dir vorgestellt hat und dann ist man wesentlich motivierter, glaube ich, das Produkt an den Kunden, weil das ist so, wir wollen alle
ich glaube, das ist so, das liegt in menschlicher Natur. Wir wollen alle irgendwie nützlich sein. Wir wollen alle irgendwas Gutes tun. Und deswegen ist es so wichtig, dass aber er muss halt die Mittel dazu haben. Der muss einfach das Wissen haben. Na, dann kann er das teilen. Wenn er das nicht hat, klar, kann er das nicht teilen. Aber trotzdem noch mal noch eine kleine Schleife. Wie ist das eigentlich? Weil wo kaufen die Boutiquen oder diese Multi-Brand-Stores ein? Weil läuft das eigentlich immer über eine Messe zwar? Oder hat man da als Brand auch eine Chance, wenn man die Boutiquen abklappert? Weil ich habe die Befürchtung, dass oftmals in diesen Stores die Entscheidungsträger ja gar nicht vor Ort sind, die den Einkauf machen. Also macht das überhaupt Sinn? Oder gehe ich dann den Weg über Messe oder Handelsvertreter? Der ist ja dann eingekauft. Und wenn ich dann weiß, wer meine Endkunden sind, dann gehe ich dann mal vorbei als Markeninhaber. Palim Palim, hi, ich bin übrigens die Sibelle, mir gehört die Marke Schnickschnack und ich wollte euch mal ein bisschen erklären, wie die funktioniert. Oder gibt es sogar solche, weil du es vorhin sagtest, Motivation, wenn ihr in diesem Monat 15% mehr verkauft, dann kriegt ihr von mir noch so und so viel Prozent mehr Umsatz? Oder wie macht man, wie motiviert man die Leute und kann da überhaupt der Inhaber der Marke einfach so zur Tür reinlaufen, um sein Produkt da reinzubekommen? Ich glaube, es hängt tatsächlich vom Produkt ab und wie groß du bist. Und weil ich meine, natürlich, wenn du wächst, dann kannst du ja nicht jede Boutique selber abklappern. Aber ich würde sagen, wenn du am Anfang stehst, ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe 4 Jahre für einen Multilabel-Store gearbeitet in Berlin, wo ich komplette Rebranding gemacht habe. Und ich weiß nur, also ich kenne das im Prinzip komplett aus der Seite von den Einkauf auch und es ist ganz unterschiedlich. Tatsächlich ist es so, Vertreter kommen rein, quatschen mit dir und meistens ist jemand da. Auf jeden Fall ist eine verantwortliche Person meistens da. Also sei es Assistant Store Manager, Store Manager oder sogar die Verkäufer, wenn die motiviert sind dann, und wenn sie was Gutes sehen, dann sagen sie auch dem Besitzer oder dem Einkäufer so, das war richtig gut und ich weiß, dass die Kundin würde es total feiern, wenn wir das hätten. Und das wäre eine Lösung. Natürlich, klassische Messen gibt es auch. Social Media bringt super viel. Dass man wirklich sieht, okay, was passiert auf Social Media, der Brand stellt sich halt super visuell dar, wir bekommen Anfragen darüber oder irgendeine Kunde hat es empfohlen, weil diese Marke so ein tolles Social Media Präsenz aufgebaut hat. Es gibt wirklich total Unterschiede. Ich glaube, es hängt tatsächlich vom Segment, also in welchem Preisliga spielst du? Was ist das für ein Produkt? Man kann es pauschal einfach nicht sagen. Aber natürlich ist es, persönlicher Kontakt ist immer besser. Man kann versuchen anzurufen. Man kann Präsentationen online per E-Mail schicken. Dann wieder anrufen und so weiter und so fort. Das geht ja, weil als Einkäufer, ich habe so viele Präsentationen auf den Tisch bekommen, man kommt einfach nicht durch. Also teilweise, man bekommt, keine Ahnung, 20, 30 Lookbooks pro Tag. Ehrlich? Und dann denkst du, okay, eigentlich habe ich jetzt geplant, weil man hat ja natürlich so die Renner, ne, die Marken, die man immer einkauft, weil man weiß, das ist gut, also Kunden brauchen das. Und von Kollektion zu Kollektion kann sich ja das Einkaufsbudget ändern, aber im Prinzip die ist halt immer da. Nur wenn sie ein paar Saisons nicht verkauft, dann muss man überlegen, was man dann weitermacht. Aber das ist immer halt eine wirklich schmerzhafte Entscheidung, wenn du die Marke persönlich toll findest, aber der Kunde nimmt das irgendwie nicht an. Passiert auch. Oder der Preis hat sich verändert und der Kunde möchte, also er war bereit, das und das zu zahlen, aber jetzt nicht mehr das und das zu zahlen. Und deswegen, das ist halt, glaube ich, das muss man wirklich immer im Einzelfall sehen. Ich kann sagen, als Einkäufer, super viele Präsentationen per E-Mail bekommen. Manche fand ich interessant, manche habe ich ehrlich gesagt nicht mal angeguckt, weil einfach die Zeit nicht da war dafür. Oder man hat gedacht, oh, ich komme dann irgendwann darauf zurück, das ist jetzt nicht meine Priorität für den Tag. Dann vergisst man ganz schnell
dass da irgendwo was lag oder was Interessantes war. Und da fand ich immer toll, wenn die Marken auch angerufen haben und nett nachgefragt, nicht bushy, nicht böse, nicht eingeschnappt, aber schon so, okay, haben Sie das bekommen? Haben Sie es gelesen? Was denken Sie? Und ich war zum Beispiel immer so ehrlich, dass ich halt auch gesagt habe, okay, Leute, also ihr passt uns nicht, weil das ist nicht unser Segment, aber versucht uns dort das und das anzurufen, weil ich glaube, das funktioniert. Oder teilweise, wenn tatsächlich die Markenvertreter oder Besitzer, oder ich weiß teilweise, also jetzt kann ich kein akutes, also kein Beispiel nennen, aber wenn sie gefragt haben, okay, warum nicht, dann zum Beispiel, natürlich versucht man halt schon nett abzusagen, sogar wenn man das Produkt wirklich ganz schräg findet, aber dann, wenn sie halt mich nachgefragt, dann habe ich auch gesagt, okay, die Verarbeitung war schlecht, der Preis passt nicht oder was auch immer. Also ich weiß, dass es nicht jeder Einkäufer macht. Ich finde, weil ich halt auf verschiedenen Seiten mitgespielt habe, ich finde es halt sehr hilfreich, weil im Endeffekt, dann kann man sich als Brand auch nochmal, man muss sich halt ja immer wieder hinterfragen, was man tut. Ob man aktuell ist, ob mein Preis gut ist, ob mein Produkt gut ist, ob er das irgendeinen Nutzen bringt, ob er ein Need von jemandem abdeckt. Oder wie ist zum Beispiel mein Social Media präsent? Wenn du jetzt Social Media Account nicht betreibst, also zumindest Instagram und Fashion Lifestyle Segment, egal wie viele Follower du erstmal hast, aber wenn du es nicht machst oder so halbherzig machst oder mit einem ganz komischen Content, was halt zum Beispiel zu einem hochwertigeren Produkt, was du eigentlich hast, gar nicht passt, dann findest du nicht statt, weil wir, also jetzt wir als Einkäufer zum Beispiel, checken jedes Kanal, wo du verkaufst, wie du verkaufst. Und es gibt ja ganz viele tolle Marken, die jetzt erstmal nicht in den großen Online-Shops präsentiert werden. Aber dann muss man halt gucken, okay, was für Potenzial du hast. Wie viel Brand-Konten kannst du zum Beispiel nehmen, weil als Multi-Brand-Store musst du ja auch das mit einkalkulieren. Wie viel Arbeit stecke ich da selbst rein? Oder habe ich von Brand guten Content, was ich wiederum benutzen kann? Oder hat Brand überhaupt die Rechte geklärt, dass er den Content weitergeben kann an mich, damit ich das benutzen kann? Und das ist ein ganz spannendes Thema und das wird immer wichtiger auf jeden Fall, weil ich habe es gemerkt, halt, jetzt bei der Rebranding-Case, das war eine großartige Wirkung. Wir haben zwar noch nicht renoviert, wir sind noch nicht umgezogen, aber wir haben unsere Social-Media-Präsenz geändert. War das das Erste, was ihr gemacht habt, bevor das ganze Konzept, also du hast angefangen mit Social-Media? Ich habe als Erstes hab ich ein ganzes ein Konzept entwickelt und natürlich alle Kosten. Gut, ich muss das nicht rausgeben, weil ich selber mit Zahlen gut umgehen kann, was sehr, sehr außergewöhnlich ist, wenn man Styling macht, weil viele Stylisten wissen nicht mal, wie Excel-Tabelle funktioniert. Ist so, kreative Leute können keine Zahlen, aber ganz irgendwie unterschiedliche Disziplinen einfach, genau, Kreativität auf und jeden Betriebswirtschaft. Fall. Auf jeden Fall. Und zum Beispiel, ich habe das, Gott sei Dank, irgendwie in mir drin und deswegen muss ich das nicht rausgeben an jemand. Und auf jeden Fall, wir haben halt ein Konzept gemacht und ausgearbeitet, alle Kosten durchgerechnet, wie viel Investment, wie viel Output erwarten wir und so weiter und so fort. Und im Prinzip, ich muss sagen, nach 3 Jahren haben wir unser Umsatz um Vierfaches erhöht. Um das Vierfache muss man sich mal geben. Natürlich sind dann unsere Kosten auch gestiegen, weil wir hatten mehr Personal, größeren Laden und so weiter und so fort. Aber anderes Einkauf, mehr Marken, mehr Ware, weil der Ladengröße, man muss natürlich mehr einkaufen. Und unterm Strich? Unter Strich natürlich war es mehr übrig. Ja, das ist ja... Das ist das Wichtige, weil natürlich, wenn dein Umsatz wächst, aber deine Kosten exponentiell wachsen, bringt ja auch keinem was. Aber man macht das ja nicht als Hobby. Aber es war auf jeden Fall, und das ist das Erste, was dann in dem Konzept, weil ich habe das, ich nenne das visuelles Marketing, ich bin mir nicht mal sicher, dass so ein Term überhaupt gibt's. Also oder ich ob das jemand benutzt. Unter visuelles Marketing, was ich mir da immer drunter vorgestellt habe, die Schaufenster in Kaufhäusern machen. Das ist Visual Merchandising. Aha.
das habe ich mal durcheinander gebracht. Und das ist Visual Merchandising. Das ist auch ein spannendes Thema. Das ist aber ein Teil. Also ich nenne es visuelles Marketing. Ja, okay. Whatever. Bleiben wir bei der Sache. Können wir halt darüber reden, ob es eine bessere Bezeichnung gibt. Aber was ich darunter verstehe, dass man tatsächlich auf all Ebenen, wenn man offline und online zusammenbringt und noch Personal, also die Leute, die hinter der Marke stehen, das muss rund sein, mhm. weil im Fashion und Lifestyle keiner kauft es, weil es irgendwie eingebautes Navigationssystem hat, also weil man das braucht und irgendwie in den Wald geht. Also man kauft doch im Prinzip den Lifestyle und nicht das Produkt. Oder? Das meinst du damit, oder? Man kauft beides, sage ich mal. Man kauft beides, so. Ja. Ist gut, also man natürlich kauft, auch was also bringen, aber man kauft nicht nur ein Produkt. Weil Produkt, wenn es nur ums T-Shirt geht, da gibt es ganz billig und es gibt es ganz teuer. Und jetzt kommt es drauf an, willst du es sustainable, willst du es Luxus, willst du eine Marke, willst du, dass es gut sitzt? Was willst du eigentlich? Ich sag einfach so, also im Prinzip alles, was halt, was wir verkaufen, im Fashion Lifestyle-Segment, das braucht kein Mensch. Also das ist so, also man braucht das nicht zum Überleben. Man braucht Lebensmittel zum Überleben. Man muss essen. Man braucht vielleicht eine Ecke, wo man schlafen kann zum Überleben. Aber und etwas zum, wenn es kalt ist, irgendwas anzuziehen. Aber man braucht jetzt einen ganzen Schnickschnack nicht. Also ist es doch die Kunst, dem Käufer zu suggerieren, dass wenn er es nicht hat, stirbt, obwohl er es gar nicht braucht. Oder nicht stirbt. Ich würde das nicht so scharf sagen. Ich würde sagen, ich würde sagen, dass man sich einfach besser fühlt. Ja. Man genießt es mehr. Ja. Man genießt den Prozess, diesen Prozess von in den Laden gehen oder online shoppen. Man genießt die Anprobe, man genießt die Verpackung, man genießt, wenn es im Schrank hängt und so weiter und so fort. Mhm. Deswegen diese ganze Schritte, also von erstmal das Produkt sehen, bis du dieses Produkt besitzt, das muss man alles genießen, weil allein besitzen bringt dir gar nichts. Dann würde ich gern eine persönliche Erfahrung mit euch teilen. Und zwar, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, bin ganz gespannt auf euer Feedback dazu. Früher war es ja ganz normal, dass man in den Laden geht. Und das ist ja auch ein schöner Prozess. Du machst es heute, dir halt, was weiß ich, es ist Samstag und du machst ein gemütliches, sagst, ich tue mir was Gutes, ich gehe shoppen, ich gehe in die Stadt und lass mir gut gehen und dann gehe ich bei diesem Superluxus-Store vorbei und lass mich da verwöhnen und suche mir was Schönes raus, was ich mir natürlich online schon längst ausgeguckt habe. Aber ich steige in mein Auto, fahre dahin, freue mich total drauf und dann stimmt die Experience vor Ort nicht, weil der Verkäufer irgendwie schlecht drauf ist, du Schlange stehen musst, die Leute nicht da sind, auf dich aufmerksam sind und so weiter und so fort. Und mittlerweile muss ich sagen, gehe ich dann, also mir ist es schon so gegangen, dass ich das von dem Produkt dann abgesehen habe, obwohl ich es unbedingt haben wollte, aber dann komme ich in den Laden rein und dann sind die irgendwie nicht so, wie ich es erwartet habe, können vielleicht gar nichts dafür, hatten vielleicht einen schlechten Tag, vielleicht hatten sie gar keinen schlechten Tag, ich habe einfach was anderes reininterpretiert und dann sind die anders, als ich es erwartet habe und dann will ich das Produkt nicht mehr haben. Hattest du so eine Erfahrung auch schon mal? Ist das auch mal so gekommen? Ja, auf jeden Fall, also klar. Das ist, also manchmal denke ich, wenn ich mit meinen Kunden zum Beispiel shoppen gehe, weil das als Personal Stylist machst du das ja auch und ich mache super gerne und ich liebe Läden und ich liebe Läden auch nicht nur, weil da schöne Klamotten hängen oder und wir die kaufen können, aber es geht einfach auch darum, dass ich da mit anderem Auge reingehe und sehe, was gut läuft, was weniger gut läuft, was könnte man optimieren und das ist, manchmal ertappe ich mich dabei und denke, das ist nicht dein Job gerade, ne? Aber das passiert halt automatisch, das ist genauso wie als ich noch sehr, sehr jung war und kein Personal Styling gemacht habe, dann habe ich auch jeden Menschen, der mir gegenüber erschienen ist,
also in meinen Gedanken schon umgezogen und die andere Frisur verpasst und so weiter und so weiter. Deswegen, das passiert mir jetzt mit den Läden. Oder halt mit, wenn ich auf Instagram sehe und ich kenne den Laden, aber sehe jetzt deinen Instagram-Account und denke, okay, also what's going on? Also warum kannst du es da und hier nicht? Oder warum nimmst du dir keine Hilfe? Aber ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist eigentlich mein Punkt. Das ist visuelles Marketing für mich, weil du hast, natürlich informieren wir uns alle online. Natürlich. Und dann wollen wir aber besonders bei Luxussegment schon, so wie du gesagt hast, in den Laden gehen und das live erleben. Auch und erleben, was ich da, weil ich möchte irgendwie das Thema jetzt so ein bisschen auf die Digitalisierung rüberbringen und genau. Und dann Das muss Hand in Hand gehen. Weil ich, es gab ja Diskussionen, online wird offline killen und andersrum und als Online-Shops erstmal überhaupt auf der Oberfläche erschienen sind, dann haben alle gesagt, wer braucht das, wir haben doch Läden, wer kauft online, besonders die teuren Geschichten. Und das ist halt, jetzt denke ich, das muss einfach Hand in Hand gehen. Und die Corona-Krise hat uns ja gezeigt auch, dass man neben dem Laden ohne Digitalplattform gar nicht leben kann. Instagram hat darauf reagiert, du kannst jetzt Shops eröffnen, ohne dass du... Das haben sie ja schon länger geplant, aber jetzt haben sie das... Ich weiß gar nicht, geht es in Deutschland schon oder erst auch in Amerika, kommt auf jeden Fall bald. Das kommt auf jeden Fall, ja. Wenn es jetzt noch nicht da ist, also... Genau, und ich habe auch mal gehört, vielleicht kannst du es bestätigen oder was dazu sagen, dass der Laden der Zukunft eigentlich eher so eine Art Galerie-Kunstausstellung ist, so wie wir das jetzt eben mit Kunst erleben. Und dass da ganz luftig, ganz wenige Teile ausgestellt sind, wie eine Installation. Und dass da zwar Verkaufspersonal da ist, aber dass eigentlich das Ganze eine Begegnungsstätte ist, dass dort vielleicht Leute sind, die mit einem iPad ausgestattet sind, bei denen du das dann vor Ort bestellen kannst. Bei vielen Läden, und dass du das dann zugeschickt bekommst. Ja, oder also ich glaube, das wird nicht bei jedem Segment möglich sein und ich glaube, die Marken werden auch also ganz schnell merken, wenn zum Beispiel, also da muss halt, das ist ja auch so eine Geschichte, wann wird es halt zugeschickt, ne? In Corona-Zeit haben wir auch gemerkt, dass wenn wir gewohnt sind, dass Amazon zum Beispiel innerhalb von einem Tag liefert, das ist ja nicht passiert. Ja, das war bei meinem Teschi ganz gemein. Und ja, habe ich gemerkt, weil da war so Lieferzeit ist bei mir normal mit Prime ein Tag und da haben die einfach priorisiert, weil sie sagen, sie haben eben nur so und so viel Kapazität und haben die Produkte, von denen sie denken, dass sie jetzt in der Corona-Zeit nicht so gebraucht werden, einfach mit einer längeren Lieferfrist versehen. Genau. Und und die Kunden und das und das ist halt auch so, das sehe ich halt ein bisschen als problematisch, weil der Kunde online ist so verwöhnt. Ja. Und das ist das, und er wurde verwöhnt auf sozusagen, und die Opfer in diese Verwöhnungsphase waren die Margen von den Lieferanten oder sogar die Qualität von dem Produkt, weil irgendwo musst du ja deine Marge herhaben. Mhm. Und deswegen ist es halt so eine Spirale nach unten. Ich glaube, wir als Kunden sollen auch aufhören, das sofort innerhalb von 24 Stunden zu erwarten, weil das wird halt besonders jetzt mit Sustainable und wir wollen ja alle irgendwie, dass unsere Erde noch ein bisschen da bleibt. Wir wollen ja alle ein bisschen aufpassen, deswegen. Ich glaube, hier ist es halt wirklich so, hier sind auch die Endkonsumenten so ein bisschen gefordert, ihre Erwartungen anders zu positionieren, sage ich mal so. Und diese Läden, was du meintest jetzt, Läden der Zukunft, dass man das vielleicht eventuell gar nicht mitnehmen kann. Ich glaube, bei bestimmten Produkten wird es funktionieren, wie bei Möbel oder halt sperrigen, größeren Produkten oder irgendwas. Ne? Aber zum Beispiel, aber ich glaube, das wird nicht komplett aussterben. Ich glaube, idealerweise wirst du einfach gefragt, wie ist es jetzt? Oder sollen wir das dir zuschicken? Guter Punkt. Und dann zum Beispiel, und dann kannst du aussuchen als Kunde. Und dann sagst du, okay, wenn wir das zuschicken, dauert es halt 3-4 Tage. Sonst warte kurz, wir nehmen das jetzt. Auch ein guter Punkt. Auch ein gutes Konzept. Ich glaube, das muss einfach Hand in Hand gehen. Deine Internetpräsenz, dein Content, was du produzierst, und mittlerweile
gibt es wirklich genug Möglichkeiten, auch nicht so teuer Content zu generieren. Man muss einfach das gut strategisch planen, wie was man zeigt. Und auf jeden Fall, wenn man einen physischen Store oder Showroom oder was auch immer hat, dann muss auch Visual Merchandising stimmen. Die Leute im Laden, die deine Ambassadors sind im Prinzip. Das sind Botschafter für deine Marke. Das ist nicht irgendein Verkäufer, der einfach sein Brötchen da verdient. Wenn du ihn in den Laden stellst, dann ist der Botschafter von deiner Marke. Und der muss deine Marken mögen, verstehen und sehr, sehr gut kennen, damit er auch dieses Wissen gerne auch teilt. Und im Endeffekt, wenn du schon bezahlt hast, natürlich muss verschiedene Payment-Arten, schöne Verpackung, wenn du sustainable bist, und das sollte auch Ziel sein, aber kann man auch schön machen. Man muss ja nicht einfach in Brotpapier einpacken. Das ist ja wenn der Punkt, früher sustainable. War sustainable immer so öko, oder wie soll ich sagen, mit öko meine ich jetzt in Anführungsstrichen oftmals gar nicht eben fürs Auge schön, es war halt nur sustainable. Ja. Und dabei gibt es so viele Möglichkeiten, es schön und sustainable zu machen. Genau. Ja, und das wird die Zukunft sein. Genau, oder? Und das fängt einfach mit einer Idee an. Und wenn du selber nicht welche hast, dann gibt es halt genug, oder nicht genug, aber es gibt Experten auf dem Markt, die du dafür engagieren kannst, die dir dann dabei helfen. Ganz genau. Ja, toll, wir haben so viel Einblick bekommen jetzt in diese ganze, in dieses ganze Ökosystem. Retail, Branding. Du hast noch ein Buch. Ah ja, wir wollten... Das stellen wir raus. Warum denn? Doch. Nein, dein Buch wollte ich sowieso noch erwähnen, weil du hast ja, das wäre schlimm, wenn wir das nicht erwähnen, weil du ja ein Buch geschrieben hast und du hast es so toll geschrieben, dass es sogar ein Lehrbuch wurde. Bitte erzähl mehr drüber. Das ist meine Masterarbeit, die als Lehrbuch dann erschienen ist von einem Verlag in Deutschland. Wie ist denn der Titel? Mode... Bedürfnis erkennen und handeln. Entwicklung eines Businessplanes und Marketingkonzeptes für Mode-Einzelhandel. Und sie hat es nicht abgelesen. Nein, aber ich musste tief in mir gehen, um diesen Titel, mich an diesen Titel zu erinnern. Also in den Shownotes werdet ihr auf jeden Fall einen Link zu diesem Buch vorfinden. Auf jeden Fall, wenn du überlegst, etwas aufzumachen, braucht man einen Businessplan. Das muss nicht 40 Seiten Text sein, aber man muss einen Plan haben, man muss ein Konzept haben, was man da macht, und es ist nicht im Stein gemeißelt. Du musst dann auch wieder alles hinterfragen nach der Testphase und so weiter und so fort. Aber ich sag's euch, bitte macht euch einen Plan, was ihr macht. Und dein Buch hilft dabei, diesen Plan zu machen, also im Vorfeld sich Gedanken über den Plan zu machen? Ja, auf jeden Fall. Das ist halt, da kannst du nachlesen. Ich meine, der Beispiel ist jetzt in dem Sinne nicht mehr aktuell, weil das ging ja um klassischen Einzelhandel, Offline-Retail. Aber was ist ein Businessplan? Wie man das schreibt, warum man das braucht und was für Teile musst du dir über welche Aspekte, die ganz, 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 also wirklich kritisch für dein Business sind, über was musst du dir Gedanken machen, das musst du festhalten, weil sonst ist es wie ein Blinder irgendwo bei Nacht und du weißt nicht, wohin du läufst. Ja, im Blinden in der Nacht rumlaufen und dann irgendwie... es läuft nicht, oh mein Gott. So zum Thema, jedes blinde Huhn findet auch mal ein Korn, das wäre ja schade. Ja, aber die Frage ist halt, wie viel Lehrgeld willst du bezahlen dabei? Als blindes Huhn mit einem Korn. Also ich meine, genauso wie zum Beispiel, wenn man selber also Social Media Account betreiben möchte, kann man ja gerne machen, wenn man daran Spaß hat, aber im Endeffekt, es gibt natürlich viel Angebot, also von den Menschen, die sowas anbieten als Leistung, dass sie Social Media Account für Firmen machen, aber teilweise, das ist halt sehr pauschalisiert, also sie unterscheiden nicht, also die nehmen... Das hat Erfolg gehabt, weil wenn du halt, keine Ahnung, Elektrogeräte hast, und dann machen sie das Gleiche mit den Schuhen. Ja, weil sie auch falsch. Weil sie keine Ambassadoren für deine Marke sind. Auch die sollten ja Ambassadoren deiner Marke irgendwo ein Stück weit sein. Auf oder eine Passion Fall, haben und auf das Produkt kennen und verstehen, sonst können sie es ja gar nicht. Auf jeden Fall, weil du musst halt in deine Social Media, musst du halt deine Community aufbauen, die auf deine Marke steht, und das kannst du nur machen, wenn du wirklich hochqualitativen Content produzierst und das authentisch machst und das mit einem, das alles
muss einen Sinn für deinen Kunden haben. Sogar vielleicht, wenn du jetzt kein Geld für dein Produkt hast. Ich sage nur Stichwort Avatar. Ja. Das ist nochmal eine ganze, da können wir nochmal eine ganze Podcast-Folge machen. Ja, oder Produktion von Online-Content, also für Online-Shop, den Content für Online-Shop. Das ist auch ein sehr spannendes Thema. Elena, mit dir können wir über so viele Themen sprechen und eigentlich sollten wir da direkt noch eine andere Folge zu einem anderen Thema machen, in Kürze, wenn du damit einverstanden bist. Wenn es für deine Zuhörer interessant ist, dann also für meine gerne. Zuhörer, ihr lieben Zuhörer da draußen, wenn euch das Gespräch mit Elena gefallen hat und ihr da was mitnehmen konntet, dann bitte, bitte, bitte gebt uns eure Bewertung ab, schreibt ein paar Zeilen dazu, gebt uns ein paar Sterne und helft uns dabei, euch noch mehr solche Folgen in dieser Art zur Verfügung zu stellen. Danke dir, Siebel. Ich danke dir, Elena. Schön, dass du da warst. Sag nochmal Tschüss, wie du es sonst sagst. Was sage ich denn sonst? Tschüss. Tschüss. Sag's nochmal. Tschüss. Tschüss.